Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Fußballmanager 2017 hier bei Fußballratgeber Gaming. Beim letzten Mal haben wir die Spielerrollen gemacht für unsere Taktiken. Hier, für die drei. Und bei diesem Mal kümmern wir uns auf jeden Fall um die Standardsituation. Da werden wir mal sehen, ob wir heute schon irgendwelche Varianten da einstellen oder ob wir einfach erstmal die Ausführer festlegen. Ich glaube, wir legen erstmal einfach nur die Ausführer fest. Dann kommen wir definitiv zum Training und ich glaube, das war's dann heute auch schon für die heutige Folge. Also starten wir gleich mal rein in die Ausführer der Standardsituation für die 5-4-1-Taktik war das, glaube ich, jetzt gerade. Das geht ja immer eigentlich relativ fix. Die Ecken machen halt die besten Eckenschützen und Freistöße die besten Freistoßschützen und so weiter. Hier haben wir Nico Hamann von links mit rechts reinziehen, genau, und Tobi Schwede von rechts mit links reinziehen. Und dann, das ist der dritte definitiv auf beiden Seiten, dann mache ich es eigentlich immer so, dass die einfach dann tauschen. Ist jetzt zum Glück, dass die hier die beiden besten sind, genau. Dann haben wir die Freischüsse, die schießt auf jeden Fall auch Nico Hamann und ja, Tobi Schwede von rechts, das kann man schon machen. Das machen wir so. Und die Einwürfe, ey, das mache ich auch nur, weil mir das immer auf den Sack geht, wenn das vorne angezeigt wird. Weil ich meine, was macht denn das für einen Sinn, wenn jetzt ein Innenverteidiger ultra lange Einwürfe kann, warum soll der dann die Einwürfe mal sowas... Da könnte ich mich teilweise wirklich drüber aufregen. Aber dann machen wir eben hier Christoph Handke. Was ist das für ein Typ? Was macht er? Hallo? Okay, Jogi Löw. Alles klar. Ja, genau wegen solchen Sachen. Das meine ich. Was macht das für einen Sinn? Dann macht hier Nils Butzen die eben von rechts. Und Nico Hamann von links. Ist mir jetzt egal. Ne, und dasselbe machen wir jetzt nochmal. Finde ich auch ein bisschen schlecht gelöst. Machen wir nochmal für alle anderen. Genau so ist es. Hier. Zack. 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 Hat man den gerade eingestellt? Ach, wie auch immer. Zack. 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 Und der, die dritten. Jeweils war bei beiden, glaube ich, der drittbeste. Ross, wie es ich. So, Einwürfe. Jetzt putzen. Und Nico Hamann. Und für die dritte Taktik, also die erste Taktik, machen wir das auch noch. So sieht es nämlich aus. Das ist das einzige Wichtige, dass halt. Aber ich muss sagen, also ich wollte sagen, das Wichtigste ist halt, dass die von außen zum Tor hingezogen werden, aber dann muss ich auch ehrlich sagen, wenn sie hier dann unter 10 gehen, da habe ich ganz ehrlich dann lieber eine besser ausgeführte Ecke als eine, die dann zum Tor hingezogen wird. Das ist mir dann relativ egal. Gut, dann kommen wir zu den Freistößen. Bei den Variationen von allen, da könnt ihr mir ja vielleicht nochmal schreiben, was ihr da so für Sachen habt, könnt ihr im Meistertrainerforum auch unter dem Thread vielleicht mal ein Bild schicken, wie ihr die verschiedenen Situationen, Varianten angeordnet habt. Und dann kann ich das ja vielleicht mal übernehmen und hier ausprobieren, habe ich mir gedacht. Wir machen das jetzt noch fertig. Der zieht die dahin, der von da. Hier tauschen wir nochmal und Manuel Farrona Pulido machen wir hier hin. Ja. So, dann war das, wie gesagt, die Varianten, die machen wir dann vermutlich beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal, das müssen wir noch gucken, wenn die ganze Trainingsvorbereitungsgestaltung jetzt hier schon im Gange ist, weil das möchte ich jetzt erstmal machen. Dann sagen wir, wir haben die Standards geschafft, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, und kommen jetzt zum Training. Und da vor allem erstmal nicht hierhin, sondern genau hierhin. Wir sind vier Trainer. Einer davon sind wir.
Wir haben hier noch gar keine Aufgabe. Dirk Keller, der Fitnesstrainer, der macht die Fitnesssachen, natürlich. Deshalb ist er Fitnesstrainer. Und Matthias Tischer übernimmt beide Aufgaben bei den Torhütern. Ich hatte schon bei einigen Clubs, hat sich das durchaus bezahlt gemacht, wenn man zwei Torwarttrainer und zwei Fitnesstrainer, weil die dann eben nicht so ausgelastet sind. Aber ja, in der dritten Liga ist es schon mal gut, dass wir überhaupt vier Trainer haben, denke ich. Gut, hier haben wir Ronny Thielemann. Der ist der absolute Defensiv-Freak. Und hat daneben. Schon wieder wir. Hier. Nanu. Huch, das wollte ich nicht. Hier defensiv. Und technisch ist er noch ganz gut drauf. Deshalb passt das hier soweit mit Verteidigung und Ballkontrolle. Ich würde sagen, wir übernehmen einfach den Rest. So. Dann sind wir jetzt mal ein bisschen sehr ausgelastet. Vielleicht schaffen wir es noch zur nächsten Saison in einen Assistenz oder zur nächsten Woche am besten. zum nächsten Mal, wo sich was vielleicht anbietet, einen Assistenztrainer noch einzustellen. Gut. Das individuelle Training. Da könnt ihr mir auch mal sagen, ob ihr das immer selber macht. Ich frage einfach mal den Co-Trainer. Weil die schlagen mir sowieso vor, was sie am besten machen, und ich vertraue denen da auch immer. Das kannst du ja auch nicht als Head Coach. Bei manchen mache ich es dann im Nachhinein, wenn ich merke, oh, das ist aber richtig scheiße hier, das geht ja da gar nicht. Dann greife ich da auch selber mal ein, wenn es brenzlig wird, aber im Normalfall lasse ich hier eigentlich meinen Co entscheiden. Machen jetzt hier erstmal die nächsten Trainingswochen. Hier fangen die Freundschaftsspiele an in der 2. Januarwoche. Bis dahin machen wir erstmal Taktik und volles Brett Fitness auf sehr hoch. Ich habe das Ding, ich habe den 14er gespielt und da habe ich nie geschafft, auf eine Trainingsauslastung zu kommen, die übernormal war. Ich habe sämtliche Trainingsfokusse gesetzt. Ich habe immer nur auf sehr hoch trainieren lassen und die waren immer zufrieden und wollten am liebsten noch mehr trainieren. Ihr könnt mir ja sagen, woran es vielleicht liegen kann. Im 17er habe ich das schon ein paar Mal geschafft, dass das Training zu hart war, ja, aber ja, das fand ich, es ist auch immer noch ziemlich hart, das als zu hoch. Manchmal hast du so ein paar Weicheier drin, die dann anfangen rumzujammern, aber das ist im Normalfall eigentlich nicht so, finde ich. Ich habe die Spielvorbereitung in der Vorbereitung immer auf aus, weil ich nicht denke, dass man da sich groß auf die Gegner einstellen muss. Du willst halt einfach nur in die Spielpraxis reinkommen, ne? Hier ist aber sowieso die Frage, ich mach mal hier auch noch auf Taktik, sowieso die Frage, inwiefern das, warte, machen wir umgekehrt, hier Fitness, hier Taktik, inwiefern diese Woche überhaupt eine Rolle spielt, weil da sind sie, glaube ich, alle in Ordnung. Gut, das war dann erstmal das allgemeine Training. Haben wir das erstmal eingestellt. Und wir gehen einfach mal auch weiter. Wir mal sehen, was hier so passiert in den nächsten Tagen. Überblick über Saisonerwartungen. Der Vorstand stellt klar, was er in dieser Saison von Ihnen erwartet. Eine oder mehrere dieser Vorgaben zu verpassen, könnten Ihre Position im Verein unhaltbar machen. Zu diesem Zeitpunkt kann der Vorstand leider nur bedingt Gehalts- und Transferbudget zur Verfügung stellen. Ja, das hatten wir ja schon. Und wir wollen im Mittelfeld landen. Das ist hoffentlich machbar. Ich habe keinen Überblick über die ganzen Sachen hier, wie es hier abläuft. Das werden wir auf jeden Fall mal sehen. Frage! In der Pressekonferenz in der MDCC Arena. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Ziele mit dem Präsidenten übereinstimmen damit? Bis jetzt haben wir da, glaube ich, noch gar keine Probleme. Ich schätze mal, ist alles super. Sie haben mit gerade mal 26 Jahren den Schritt ins Trainergeschäft gewagt. Kritiker meinen, Sie werden es schwer haben, den Respekt der Spieler zu gewinnen, die teils älter sind als Sie. Was sagen Sie dazu? Ich denke nicht, dass das Alter eine große Rolle spielt. Der ist zu viel kleiner. Es gibt zahlreiche Beispiele von jungen Trainern. Das werden wir erst wissen, wenn ein paar Spiele um sind. Ich habe mich schon mit Spielern getroffen, gab keine Probleme. Professioneller Haufen, berechtigter Einwand, das ist ungewöhnlich. Ich glaube,
wir nehmen das. Wir sind the next Julian Nagelsmann hoffentlich. Und deshalb gibt es für mich zahlreiche Beispiele von jungen Trainern, die Erfolge eingefahren haben. Genau so ist es. Der erste FC Magdeburg sieht sie als erste Wahl und denkt, dass sie ein herausragender Kandidat für den Job sind. Über welche Fähigkeiten verfügen sie? Ich bin der Auserwählte. Alles klar. Ich würde sagen, hier gehen wir ein bisschen demütiger ran. Und wir sagen erstmal von vornherein, dass wir erstmal gerne die Chance hätten, hier anzukommen. Wir gehen nicht ins Negative, nicht ins Positive zu doll, weil da weiß man nicht, wie dann die Fans reagieren immer. Also hätte ich erstmal gerne die Chance, hier anzukommen. Letztes Jahr hat der 1. FC Magdeburg den Aufstieg knapp verpasst und die Fans wurden auf nächstes Jahr vertröstet. Können sie diesen Schritt gehen und den Fans... Das wird nix. Und da bleiben wir auch bestimmt. Das ist einfach nicht mehr machbar. Sie kommen zu einem Zeitpunkt, an dem es wahrscheinlich ist, dass Nico Hamann den Verein verlassen wird. Glauben Sie, ihn halten zu können? Und da sind wir auch ein weiteres Mal bestimmt. Ich hoffe, dass wir erstmal die Leistungsträger, die überhaupt noch ein bisschen Leistung gebracht haben, dass wir die erstmal halten können. Und deshalb sagen wir, ich möchte Nico auf jeden Fall behalten und werde alles in meiner Macht stehende tun, um dies zu erreichen. Denken Sie, Sie können das Ruder beim 1. FC Magdeburg noch einmal herumreißen und die Erwartungen ansteuern, die zu Beginn der Saison festgelegt wurden? Ich bin voll überzeugt, ich kann es kaum erwarten loszulegen, ich muss mir erst ein genaues Bild der Mannschaft machen, ich will nicht den Eindruck erwecken, über das Übergang reibungslos gelaufen. Da gehen wir, glaube ich, auch mal erstmal ein bisschen gelassener ran und sagen auch wieder das Mittelste hier, ich muss erstmal ein genaues Bild machen, weil genau das ist es, was wir jetzt hier in den nächsten Folgen und auch in den ersten Folgen gemacht haben und machen werden. Von daher ist das, glaube ich, die passende Antwort gewesen. Ihr Vorgänger musste wegen schlechter Leistungen gehen. Was wird sich unter Ihrer Führung ändern? Ich sehe meine Arbeit als langfristiges Projekt und möchte den Verein von Grund auf neu aufstellen. Und ich denke, genau das ist schon, ohne über die anderen gelesen zu haben, ist das schon die optimale Antwort, weil wir wollen den Jugendbereich verbessern, wir wollen tolle Transfers tätigen und den Verein mittel- oder langfristig auf jeden Fall nach oben bringen. Das sollte schon unser Ziel sein. Hoffe ich zumindest. Also das. Was hat Sie an diesem Job interessiert? Ich finde die Einstellung prima. Ich glaube an die Philosophie. Ich würde es vorziehen, meine Gründe für mich zu behalten. Ich bin froh, die Chance zu bekommen zu haben. Ich will die Spitze in diesem Sport erreichen und bin ja auch nicht. Ich glaube, wir sind erstmal mit der Einstellung zufrieden. Wir wollen ja nicht die Fans gleich vom ersten Tag hier, auch wenn wir nicht für immer in Magdeburg bleiben wollen, wollen wir nicht vom ersten Tag die Fans verärgern. Oft bringen neue Trainer eine Zeit des Umbruchs in den Verein und manche Angestellte fürchten um ihre Jobs. Wird es viele Veränderungen geben? Jeder wird die Chance haben, sich zu beweisen. Genau so ist es. Werden Sie in diesem Fall bald auf dem... Das wird nämlich nix. Das hatten wir schon. 0 Euro Transferbudget. Da dürfte nicht viel passieren. Vielleicht können wir den ein oder anderen vertragslosen Spieler noch holen oder ablösefreien Spieler. Das wird sich zeigen. Aber eigentlich sind erstmal keine Transfers geplant. Haben Sie erkannt, in welchem Bereich Jens Hertel Fehler gemacht hat? Ja, da ist die Frage. Hertel hatte seine Ideen und ich will nicht respektlos gehen. Ich sage einfach, das ist so ein Ding immer, über die anderen herzuziehen, das hasse ich. Und deshalb bin ich da eigentlich immer auf der Seite, um zu sagen, kein Kommentar. Und dann ist das Ding gut. Weil, ob ich jetzt sage, er ist in einigen wichtigen Bereichen gescheitert und ihn voll in die Pfanne haue, andererseits sage, ich werde an der Arbeit nur kleine Details ändern und dann genauso krachen gehe, das ist dann immer... Ja, da muss man sich immer im Klaren sein, inwiefern man das macht. Deshalb kein Kommentar und dann ist das gut. Der Vorstand von 1. FC Magdeburg trennte sich von Jens Hertel, weil die Ziele deutlich verfehlt sind. Sind sie, dass sie direkt von Beginn an gute Ergebnisse liefern können? Da sind wir vorsichtig und sagen erstmal die Chance, hier anzukommen und dann... Einige Trainer gehen locker mit ihren Spielern und da bin ich leidenschaftlich, möchte, dass sie wissen, dass sie jederzeit zu mir kommen können. Wenn man auf ihre ersten drei Spiele schaut, da sind sie da zuversichtlich. Ja, ey, was soll man dazu sagen? Ich weiß noch nicht genau, wie wir diese Spiele angehen werden, deshalb kann ich keine Vorhersage machen. Genau so ist es. Endlich hat er uns aufgehört zu löchern. Ey, das ist ja... Junge, 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 die Presse hier in Magdeburg, das ist ja irre. Gut, Zusammenfassung. Der Jugendspieler. Ich glaube, das gucken wir uns noch an.
Und dann war es das auch schon wieder für die heutige Folge. Wir sind schon wieder bei knapp einer Viertelstunde. Und der sieht ziemlich, ziemlich sexy aus. Muss man mal sagen. Wie alt ist der? 17. 11er Ballername, 12er passen, 11er Technik in dem Alter. Das ist nicht verkehrt. Das ist ganz und gar nicht verkehrt. Philipp Harant. Genauso, 13er Tackling. Wow. Ey Leute, da bin ich ziemlich drauf und dran zu sagen, die ziehen wir schon hoch. Weil ich meine, was ist denn das? 14er Deckung, Kopfballtechnik, klar, die fällt ein bisschen ab, ja, aber 13er Tackling, 14er Deckung? Ist da einer von unseren aktuellen Innenverteidigern besser? Hier, Christopher Handke zum Beispiel? Ja, hallo? Was ist denn das? Das ist ja irre. Der könnte genau der Typ Vorstopper werden. Das habe ich gerade im Kopf. In der Fünfer-Taktik. Das könnte man auf jeden Fall machen. Die werden wir uns definitiv im Auge behalten. Und in den nächsten Wochen, die nehmen wir auch auf jeden Fall mit ins Trainingslager, falls wir da irgendwann mal hinkommen. Lukas Zichos, na gut, der ist nicht ganz so krass. 12, 12. Hier, Mut hat er 15. Okay, Beweglichkeit 6, das ist immer ärgerlich für einen Torwart. Den werden wir uns auf jeden Fall auch angucken. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann, gut, dann haben wir uns damit die U19 angeguckt. Alles klar, da warten wir dann auf den nächsten Jugendscout oder den nächsten Talentsichtungstag, wenn wir da irgendwas Krasses machen. Hier haben wir auf jeden Fall hier Dimitar Mitrovski noch drin, den wir uns beim nächsten Mal vielleicht noch genauer anschauen. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut, bis dahin und wir hören uns dann bald wieder. Euer Team von FußballRatgeber.com. Bis dann.